Ziegler anrufen. Nein, nein, nicht Dr. Ziegler. Wie heißt nochmal die Nummer? 110 oder, nee, 112. Papa, mach auf. Schnell, beeil dich. Papa. Papa. Ich rufe an. Mach auf. Notruf Feuerwehrrettungsdienst. Wo genau ist der Notfallort? In Alpshausen, Teilwiesenweg 1. In Alpshausen? Wie ist denn Ihr Name, bitte? Müller, Tina. Frau Müller, steht der Name auch auf der Klingel? Ja. Okay, was denn genau passiert, Frau Müller? Meine Schwester hat meinen Vater gefunden. Der liegt jetzt hier auf dem Sofa und wir kriegen ihn nicht mehr wach. Er macht nichts mehr. Sind Sie jetzt bei Ihrem Vater? Ja. Wie alt ist Ihr Vater? Der ist 60. Ist er jetzt wach? Nein. Atmet er? Nein, auch nicht. Okay, Frau Müller, ich sage Ihnen jetzt genau, was zu tun ist. Ja, ich verliere auch keine Zeit. Der Rettungsdienst wird jetzt alarmiert durch die Kollegen. Achtung, Achtung, hier Leitstelle Marburg-Biedenkopf. Ich habe jetzt auf Lautsprecher gestellt. Okay, prima. Dann sind Sie alleine? Schwester ist auch dabei. Okay. Ist bei Ihnen in der Nähe ein Wiederbelebungsgerät, ein sogenannter AED? Nein. Liegt die Person jetzt noch auf der Couch? Ja. Können Sie ihn da runterlegen von der Couch? Wir auf den Boden? Alles klar. Okay, machen Sie sich mal ein bisschen Platz und legen ihn dann bitte auf den Rücken. Liegt jetzt auf dem Rücken? Ja. Machen Sie bitte den Oberkörper jetzt frei. Okay. Knien Sie jetzt bitte seitlich neben Ihren Vater, Höhe des Brustkorbs. Okay. Legen Sie einen Handballen, die flache Hand, auf die Brustkorbmitte Ihres Vaters. Okay. Legen Sie bitte die andere Hand auf die Hand, die auf dem Brustkorb liegt. Und drücken Sie jetzt bitte mit ausgestreckten Armen, ca. 5 bis 6 cm tief, ich sage Ihnen die Geschwindigkeit ein. Tack, 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 tack. Ich mach's mal laut, damit Sie das hören können. Hören Sie das? Und sehen Sie mal bitte, damit ich einschätzen kann, wie Sie jetzt gerade drücken, die Geschwindigkeit. Frau Müller, Sie machen das sehr gut. Ihre Schwester soll schon mal die Tür aufmachen, ja? Hier die Tür aufmachen. Ja, beeil dich. Ja. Hallo, Schmidt mein Name, ich bin Ersthelferin. Hallo, hallo. Schön weiterdrücken. Ja. Seit wann sind Sie denn am Reanimieren? Ich weiß es nicht. Kann ich irgendwas tun? Sie dürfen einmal aufhören zu drücken. Betauschen mich bitte. Ja. Und weiterdrücken. Ab jetzt zählen Sie bitte bis 30 und ab 25 laut mitzählen. Okay. Aufhören. Und weiter. Analyse. Ja, schockbarer Rhythmus, weiterdrücken. Soll ich dich noch ablösen? Das wäre gut. Alle weg vom Patienten, Achtung, Schock. Weiterdrücken. Kammer, ja? 26, ja. 20:29:30. Und die hat einmal defibrilliert, ja? Richtig so. So, wir kommen jetzt wieder zur Analyse. Ja, Analyse. Komm durch, komm durch. Eins, 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 aber sehr langsam. Da brauchen wir Atropin. 0,5 Atropin, bitte. Sehr schön, sehr schön. Atmet gegen, wir müssen Narkose machen. Ja, sehr schön, sehr schön. Gut. Den Tubus, der Pendüppel ist ab, ja? Jawohl. Kein Geräusch im Magen. Sehr gut. Richtig. Richtig. Kein Hinweis auf Infarkt. Wir haben nur ventrikuläre Extrasystole. Der Rainer hier, 14:82. Ich hätte eine Anmeldung für die Uni Lahnberge. Lubov?
Wir haben einen Reanimationsalarm in einer Viertelstunde. EKG ist dran. 12-Kanal lassen wir noch dran, bis wir in der Klinik sind. Dort schreiben wir kurz vorher noch einen 12-Kanal und dann machen wir es ab zum Rausgehen. Okay, Temperatur war jetzt? 35,9. Also wir brauchen auch nicht zu kühlen. Dann schnallen wir jetzt noch an und fahren los. Soweit klar alles? Ja. Seither ist der Kreislauf stabil. Wir haben ihn intubiert, beatmet, wie man sieht. Der Druck ist bei 150, Frequenz um die 100 rum. Die Sättigung ist 98. Die Gase sind soweit in Ordnung. Im EKG haben wir keinen Infarkt gesehen. Und an Vorerkrankungen hat er einen Hypotonus. Seit gestern hat er über thorakale Schmerzen geklagt. Ich fasse noch mal kurz für alles zusammen. Wir haben hier den Herrn Müller, 60 Jahre alt, unbeobachteter Kreislaufkollaps. Laienreanimation, initialer Rhythmus, Kammerflimmern. Defi ist gewechselt. 1, 2, 3. CO2 angeschlossen, 46. Danke. Zu B, die Lungen sind beidseits belüftet. Ja. Arterie gewechselt, Druck 152,96. Ja. Und kein Zeichen der Rechtsherzbelastung. Ja. Kein Perikarderguss. Propofol läuft auf 25. Danke. PGA kann weg, Sauerstoff 100, Temperatur 35,6. Bitte Patient transportbereit machen, wir fahren jetzt übers CT in den Herzkatheter. Okay, das CCT sieht gut aus. Wir sehen keine Blutung. Der Tubus liegt gut. Keine Anzeichen für einen Pneu sowie eine Lungenarterienembolie. Lass uns noch gerade die venöse Phase abwarten und dann gehen wir hoch ins Herzkatheter. Stentimplantation. Ostiale RCA. Und das Gefäß ist offen. Sehr schön. Fürs Protokoll 10.16 Uhr. Gefäß wieder eröffnet. Hallo? Die Person, deren Schicksal im Film dargestellt wird, bin ich. Ich konnte nur überleben, da alle Personen, die mir geholfen haben, zu 100% zusammengearbeitet haben. Ich möchte mich hier nochmal recht herzlich bei allen bedanken. Thank you.